Attention, please. Dieses Video wird für alle folgenden neuen Aufnahmen, egal von welchem Spielgang. Wer sich das Geschwafel nicht antun will, lässt sämtliche hochgeladene Videos durchrattern, liked und favorisiert das Ganze und geht heulen in die Ecke seines Zimmers. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun zum Video. Nachdem wir vorbei an Hamburg Kiel holen gegangen sind und über Stock und Stein gefahren sind, gelangten wir mit einem Wisch weder nach Kalifornien noch nach Brasilien zum Schönberger Strand. Und das Ganze nach 6,5 Stunden. Ja, wunderschön, muss man einfach mal sagen. Und wir hatten da ab und zu mal schon stockenden Verkehr, also fast Stau, zähfließend, wie ich es gerne bezeichne. Und ihr seid jetzt mittendrin im Urlaubsvlog, den ich ja angekündigt hatte. Nee, na gut, für mich ist es hatte, für euch ist es, also ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ich hatte vorher schon eine Minecraft-Aufnahme gemacht, also gestern hatte ich schon eine Minecraft-Aufnahme, heute ist ja Montag, wir kamen am Samstag zurück und, ja, wunderschön. Ja, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, es ist doch immer besser zu Hause sein als im Urlaub. Ich denke, das könnt ihr durchaus verstehen. Ja, und ich habe hier mal einen kleinen Zettel gemacht, hier so. So, damit es auch jeder mal hört. Und habe mir da aufgeschrieben, wie ich das hier so durchgehen will. Also, es wird hier nicht von Tag für Tag, sondern ich werde hier nicht Tag für Tag durchgehen. Jeden einzelnen Tag, weil das ist... Einmal kann ich mich eh nicht mehr dran erinnern und dann ist es ja auch teilweise einfach zu privat. Ich will es einfach nur mal so ein paar witzige Begebenheiten, sag ich mal, sagen. Ja, und da arbeite ich hier mal den Zettel ab. Ja, also als wir da angekommen sind, war Sonnenschein, das muss man sagen. Bei uns war ja Kackwetter. Und wir haben auch da von einer Freundin, Bekannten, was auch immer, da erfahren, dass die letzten Wochen richtig, richtig scheiße waren dort in der Ostsee. Aber sowas von Kacke, das kann man gar nicht sagen. Also geregen und kalt und so. Und das hat man auch gesehen, dann kamen nämlich die ganzen Anwohner da von den Kreisen in der Umgebung, kamen da alle an die Ostsee geströmt. Also waren die Strände echt knackvoll, zumindest die in der Nähe von den Hauptstränden waren. Und die Hauptstrände natürlich auch. Und wir hatten das Glück, dass wir uns Fahrräder mitgenommen haben und konnten dadurch einfach mal so 1,5 Kilometer weit fahren, hatten Strand dann fast immer für uns, besonders in der letzten Woche. Aber letzte Woche kommt ja noch. Ja, also das ist das zweite Mal, dass wir dort an den Ort fahren. In den letzten Sommer waren wir ja auch da, bloß da hatte ich zwar schon meinen Kanal, aber noch nicht hatte ich noch nicht mit Let's Play angefangen und hätte ich auch gar nicht gemacht. So ein Urlaubsvlog oder, nicht Urlaubsvlog, das wäre ja ein Videoblog. Das ist es ja nicht, sondern es ist ein Logbuch. Ja. Und die Wohnung kannten wir also schon. Das ist eine Wohnung so an einer Straßenkreuzung. Hört sich erstmal schlecht an und in der Nacht ist es auch relativ schlecht, weil man hört wirklich jedes Auto, was da vorbeikommt. Aber es ist auch sehr witzig, weil wir haben dort einen Balkon dran, von dem wir aus die gesamte Kreuzung dort beobachten können. Und die eine Straße führt zum Strand, dort wo wir immer langfahren, die anderen Straßen führen danach. Für die da vielleicht irgendwo mal in der Nähe waren, die Ortsnamen irgendwas sagen, führt nach Lütjenburg und die andere Straße führt dann nach Neuschönberg, also Richtung Schönberg und Kiel. Ja, also wir waren da praktisch relativ in der Nähe von der Kieler Förde. Wie man vorher bei den Flachwitz-Kleinvideo da auch gesehen hat. Die Orte sind da wirklich fast in der Nähe, also das kann man locker in einer halben Tagestour erreichen. Da, also die ganzen Orte Stein, Wisch und was weiß ich, wie die alle da hießen. Ja, sehr witzig. Und Brasilien, Kalifornien sind auch Orte, sag ich mal. Brasilien ist mehr ein Strand, Kalifornien ist so eine kleine Ferienwohnungsort. Also da sind eigentlich nur Ferienwohnungen. Dementsprechend sind da auch viele Urlauber und die sind auch meistens knackvoll. Das sind alles einzelstehende Häuser. Ja, die Wohnung an sich ist eigentlich
war eigentlich ganz okay. Also, es ist immer das Problem bei einem Ostseeurlaub, man schleppt immer den Sand mit rein. Also, ich habe jetzt noch teilweise irgendwelche Sachen, die, wo immer noch Sand drin ist. Und die muss man einfach mal durchwaschen und so. Ja. Aber nach ein, zwei Wochen ist das dann auch alles weg. Dann siehst du auch nichts mehr. Keine Nachfolgen mehr. Ja, und wir hatten dort alle unsere einzelnen Betten. Das war, hatten wir auch so eine eigene Wohnung. Wie gesagt, Küche, Bad, zwei Schlafzimmer und dann oben noch so ein Wohnzimmer mit Fernseher. Auch wenn es eine Röhre war, aber für Olympia hat es ja gereicht. Ja, was kann man noch sagen? Die Betten waren der total Schrott irgendwie. Es war alles, war nicht alt oder so. Es war einfach nur ungemütlich. Die Betten, Matratzen waren total hart und da muss man keinen, ist man kein Weichei oder so. Sind einfach hart, da kannst du nicht drauf schlafen. Und wenn ich mich bei den Kissen so unten hinlege, also an den unteren Rand der Kissen, komme ich mit der Hacke an die Bettkante. Das ist so schlau gemacht, weil noch so ein Überhang ist, nämlich am Ende vom Bett. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Kleinste. Und das ist immer schon das Problem. Aber warum muss man denn so ein halbes Meter, so einen halben Meter Kissen machen? Und nach Informationen von meinem Vati waren das, glaube ich, sind das so eine 80x80 cm Kissen. Wer denkt sich so einen Schrott aus? Vor allen Dingen waren die so fett, da liegt man, glaube so ein, keine Ahnung, so 30 cm in der Luft, also über der Matratze, wenn man sich auf die Kissen legt. Und wenn ich mich mit dem Kopf so hinlege, dass ich mit den Füßen nicht mehr an die untere Bettkante komme, dann endet das Kissen bei meinem Bauchnabel. Super. Einfach super. Schlaue Erfindung. Außerdem kann man die Kissen auch nicht knicken. Und wenn man es geschafft hätte, dann läge man ungefähr einen halben Meter hoch. Ja. Top, muss man sagen. Ansonsten ging das eigentlich, also es waren 14 Tage und wir haben auch trotzdem von Tag zu Tag immer schlechter geschlafen. Ja, so viel zu der Wohnung. Und also das Wetter war wirklich in der ersten Woche, also von Montag bis Freitag super. Freitag ging es dann wieder nach unten. Und am Wochenende war es wieder scheiße, aber richtig, da haben wir dann drinnen die Zeit verbracht. Aber da komme ich auch noch später zu. Ja, also am ersten Tag haben wir dann erstmal, mussten wir erstmal das ganze Auto ausräumen, die Fahrräder runterstellen. Wir hatten ein Glück, einen eigenen Schuppen und so eine Art Carport, wo wir das Auto dann unterstellen konnten. Und konnten da praktisch das ganze Strandzeug dann auf die Fahrräder laden und konnten dann eben ganz locker dann hinfahren. Aber am ersten Tag wollten wir erstmal nur mal die Ostsee praktisch besuchen, wie man es ja so schön sagt. Ja, also mal gucken, wie der Strand so aussieht und so ein bisschen spazieren gehen. Also das Übliche eben. Und die Leute haben sich da teilweise schon fast gequetscht, zumindest an Hauptstränden. Es flaute aber schnell ab, je weiter wir gingen. Denn so toll war das Wetter auch noch nicht. Das Wasser war 16, nee, das war bestimmt noch 15, 16 Grad. Waren das ungefähr warm. Vielleicht auch 14, weiß ich nicht genau. Am zweiten Tag jedenfalls sind wir dann wirklich zum Strand gefahren mit Windschutz und dem ganzen Zeug. Und Windschutz ist ja eigentlich auch eine Art Sichtschutz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Falls das nicht kennt, ich blende jetzt ausnahmsweise mal kein Bild ein. Ich habe schon genug Bilder hier. Und Windschutz ist praktisch so, sind einzelne kleine Holzpfählchen, die sind miteinander mit irgendeinem Stoff verbunden, völlig egal welches, meistens so ein Damast-Zeugs, was so miteinander verbunden ist, und das steckt man so einfach in den Sand rein. Und dann hat man praktisch einen Windschutz, dadurch kann man die Wärme genießen, ist man nicht die ganze Zeit vom Wind geplagt, ist auch sichtgeschützt, sodass man sich nicht unbedingt hier jedem offenbaren muss, sind ja nicht unbedingt die Leute, die sich auf die Hauptstrände knallen, sondern lieber mal alleine am Strand sind. Und wenn doch mal ein paar Leute sind, dann macht sich ein Windsichtschutz echt gut. Ja, am zweiten Strand, am zweiten Strand, genau. Am zweiten Tag sind wir auch baden gegangen, zumindest mein Bruder, mein Vati und ich. Aber es war schon kalt, das muss man sagen. Also wir sind reingesprungen, bin ein paar Züge geschwommen, dann wieder raus. Weil das waren 16 Grad oder 14, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es waren. Ich glaub, ja, es waren 16. Ja, am dritten Tag waren dann 18. Und dort haben wir auch Begegnungen mit dem ersten Viehzeug gemacht. Also für das gemeine, klischeehafte Mädchen wäre der Urlaub am Strand überhaupt nichts gewesen, weil das von Tag zu Tag immer schlimmer wurde.
wie Schlafmangel, dass da haufenweise Viecher kamen. Also es kamen gefühlt hunderttausende Spinnen und also ganz kleine, die waren nicht schlimm, aber die haben einfach genervt. Die haben schlichtweg genervt. Ich hab an einem Tag 30, 40 Spinnen tot gemacht. Nur am Strand, wenn man da rumliegt. Ja. Und so eine kleinen Kamikaze-Viecher auch. Also manchmal denke ich mir so, wollen die irgendwie sterben? Ne, weil so mal ganz primitive Logik. Wenn ich ein Zwerg bin, ein kleines Wesen, dann krabbel ich ganz bestimmt nicht auf so einen Riesen. Für die Insekten wären ja das Riesen. Oder irgendwelche total übermächtigen Viecher aus meiner Sicht. Und was habe ich da? Und ziehe nichts daraus. Also kein Erfolg, keinen Nutzen oder so. Und die Aussicht ist zumindest so 99,9%, dass man stirbt. Was mache ich wohl? Genau, draufkrabbeln. Naja. Also, man muss ja nicht mal kompliziert denken. Das ist ja ganz primitive Logik. Ja. Dann ging eben so die erste Woche weiter. Also das Meer wurde immer wärmer. Dann kam auch meine Mutti dann mit rein. Und. Oh, nein. Was? Hey. Mein Lieber. Ich dachte schon hier. Nicht in Energiesparmodus fahren. Das wollte mein Computer nämlich gerade. Das geht doch nicht. Ja, tolles Windows 7. Ja, und so ging die erste Woche eben weiter. Wir sind am Strand baden gegangen und Steine schnipseln gegangen, wie man das eben so kennt. Also zumindest macht das sehr viel Spaß, finde ich. Bloß muss erstmal die geeigneten Steine finden. Also um runde, fast runde Steine zu schnipsen, muss man die Dinger so auf gefühlt Überschallgeschwindigkeit beschleunigen und drehen. Naja, und die Kreuzung dann, um mal wieder dahin zu kommen, nicht nur vom Strand zu erzählen, die an der Kreuzung war auch so eine Museumseisenbahn, so eine historische Museumseisenbahn. Ja. Und die wurde auch relativ stark besucht. Relativ, also ich hätte gedacht, das wäre viel weniger, aber es wurde zumindest mehr im Vergleich zu letzten Jahr. Oh. Und an der Kreuzung, also an der Museumseisenbahn, gab es auch so eine kleine Zone, vielleicht so 10, 15 Meter lang, maximal. So eine kleine Einbuchtung praktisch, und da war richtig gut ausgeschildert, dass es absolutes Halteverbot ist. Links und rechts, also da kann man, darf man eigentlich nicht halten. Und wer die Straßenschilder kennt, hält da auch nicht. Aber trotzdem haben es immer wieder jeden Tag Leute geschafft, dort stehen zu bleiben. Und natürlich kamen dann auch solche Kontrolleure, die haben wir auch schön beobachten können. Also haben wir dann, weil wir da auf dem Balkon saßen, und kam immer eben so ein Mann, der dann auf seinem Roller und hat den dann richtig fette Knöllchen geschrieben. Und das wird nicht billig, weil im absoluten Haltverbot zu parken. Oh, nicht so gut, ne? Ja. Und wir haben da auch einige schöne Maschinchen gesehen, also Harley-Davidson und haufenweise andere Motorräder, natürlich andere, die so machen und dann gerade mal auf 30 km/h beschleunigt haben. Ja, aber wenn es so richtig schön pömpelt, wie ich das gerne bezeichne, dann ist das schon richtig gut. Also wenn so eine Harley vorbeifährt, da, die hörst du und da guckst du auch hin. Da kannst du auch hingucken. Und da saßen auch die entsprechenden Leute drauf. Also so schön mit Vollbart, richtig langen Haaren. Und eine Frau haben wir auch gesehen. Aber kein Bart, ne? Ja. Und da gab es auch übrigens so eine Opa ist das, glaube ich. Die ist Tosca. So, Bild einblenden. Moment, ich schreibe es mal auf. 1340. Wo habe ich einen Stift? 1340, Tosca. Weil ich blende das Bild ein. Ja, und also meine Eltern so kennen das eigentlich mehr aus der DDR als irgendein Getränk. Ich glaube, es war ein Westgetränk, so ein richtig, keine Ahnung, was es war, Schnaps oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Und es hat ja ein etwas anzügliches Bild. Also für eine Opa. Für einen Opa. Nee. Ja, sie habt ihr ja selber gesehen. Ja, was gibt's denn noch zu erzählen?
Also in der ersten Woche haben wir auch noch da in Schön, waren wir auch noch in Schönberg mit dem Fahrrad, weil ich keine Sandalen hatte. Zumindest die letzten Sandalen, die ich hatte, sind, glaube ich, zwei Größen zu klein vom letzten Jahr. Ja. Ich habe übrigens Schuhgröße 46, ja. 45, 46, kommt drauf an, wie die Schuhe ausfallen. Wer es sich mal mit seinem eigenen vergleichen will. Wenn es dich interessiert, braucht er keinen Kommentar schreiben, überspringt es einfach. Oder hört einfach nicht zu. So, macht eure Augen und Ohren zu und klickt noch auf Like, Favo und Abo. Ja. Dann ist das schon genug. Ja. Und haben dort auch nach dem. Wir sind ja nicht nur für Sandalen dann nach Schönberg gefahren, das ist ja viel zu weit weg dafür. Ja, faule Säcke. Und haben dort auch natürlich Eis gegessen, das hat richtig gut geschmeckt. Und da sind wir auch Engländern begegnet, beziehungsweise eine Engländerin, die mit dem Deutschen irgendwie zusammen war. Das zieht irgendwie immer die Blicke auf sich, wenn da jemand das irgendwie Englisch spricht, so in Deutschland, also überhaupt eine andere Sprache. Ja, aber das ist auch nicht so interessant. Und apropos Leute, so an der Kreuzung konnte man auch super Leute gucken, wie man es so, wie wir es so gerne bezeichnen. Weil da liefen ja haufenweise Leute zum Strand. Ist ja so in der Nähe so der einzige Aufgang zum Strand. Dementsprechend viele Leute sind da hingegangen. Da konnte man die witzigsten Leute beobachten. Von irgendwelchen Möchtegern-Typen, die denken, sie wären die Kings, aber nur so eine halbe Portion sind. Und ich meine, dass man eine halbe Portion ist, das ist ja nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Gibt dicke Leute, gibt dünne Leute, aber dass man dann so tut, als wär man der King. Das ist das Problem. Nun ja, und haben wir auch die Perfektion eines Nerds gesehen. Und zwar rot kariertes Hemd, richtig schön fettige Haare, so mit Mittelscheitel, so eine schöne dicke Brille, so eine Hose, die irgendwie bis zum Bauchnabel hängt. Das Hemd in der Hose muss sein. Es war übrigens so eine Korthose, glaube ich, konnte ich nicht erkennen. Lief mit dementsprechendem Mädel rum. Und ja, Mensch, alles so Geschmackssache, mit wem man sich abgibt. Aber und dann noch, ja, wie soll ich sagen? Die paar Worte, die ich von ihm gehört habe, die hören sich angehört, als wenn er nie wirklich aus dem Stimmbruch rausgekommen ist. Also noch mit relativ hoher Stimme. Ja, wie gesagt, es ist ja alles nicht schlimm, aber das in der Kombination ist die Perfektion eines Nerds. Und das kann eigentlich fast nur ein Informatiker sein. Oder Nerd. Oder sowas. Ja, den haben wir auch schon öfters gesehen. Es war witzig zu beobachten. Und vor allem die Leute haben dann auch dementsprechend hoch, als wir haben dann nicht runtergestiert oder so, sondern einen ganz unauffälligen Blick runtergeguckt. Da haben teilweise auch Leute so hochgeguckt. Als wären wir irgendwie, ja, Queen Elizabeth oder so. Naja. Apropos Queen Elizabeth. Olympische Spiele und so, ne? Und wir waren auch, ich glaube, das war immer noch in der ersten Woche. Ja, und da hat nämlich die bereits am Anfang erwähnte Freundin von da aus Kiel nämlich gesagt, ja, da in Heikendorf läuft die Queen Elizabeth, die zwei, also so das größte Passagierschiff oder so, weiß ich nicht genau. Und wir waren da, es waren war ja einiges an Stück, gibt es ja keine Autobahn oder so, und die Landstraßen verzweigen sich ja auch ewig, deswegen braucht man da eine Weile. Ja, waren wir da, sind dann den Berg rund fast runtergesprintet, weil wir schon zu spät waren. Wie wir später mitgekommen haben, wir waren zu früh da. Ich fand's so toll. Ja, durften wir den Berg ja wieder hochstiefeln. Wunderschön. Es war wirklich richtig steil. Also das finde ich auch komisch. In der Ostsee ist das ja richtig steil. Also steil, okay, das hört sich irgendwie falsch an. Richtig bergig fast. Also so viele Hügel und so. Komisch eigentlich. Müsste eigentlich flach sein. Ja, und dann, so ging dann die Woche dann zu Ende. Die erste Woche. Und dann. Am Wochenende war es dann wieder richtig scheiße, also am Freitag war es dann relativ kalt und dann wurde es Samstag hat es dann in Strömen geregnet. Fast den ganzen Tag, also wir konnten nicht raus. Sonntag wurde es dann wieder teilweise besser, es hat immer noch teilweise geregnet und war kalt, aber naja.
Ja, und da haben wir dann, hab ich dann die Zeit, dann den Tag verbracht mit Zocken. Hat ja kein Laptop mit, deswegen habe ich mein Handy genommen und habe dann, Moment, aufschreiben, 1940. So, 1940 Spiele. Hab dann Majesty, keine Ahnung, wie man das ausspricht, für da hab ja Wave 1. Ja, ist nicht das beste Handy, aber auch nicht das schlechteste. Mir reicht's erstmal. Hab dann Majesty gespielt, ein total tolles Spiel. Also wer, ich glaube für Android gibt es das auch. Also wer Bada oder Android hat, muss sich dieses Spiel holen. Das ist wirklich toll. Also da kann man wirklich viel Zeit mit verschwenden. Und es wird auch immer schwerer und man kann es auch mal so einstellen und so. Und Dragon's Lore habe ich auch gespielt. Das ist ein eigentlich an sich simples Spiel, aber total schwer, weil man so unter Zeitdruck steht teilweise. Der Verzweifelste. Aber man schafft das alles. Also ich habe es fast bis zum Schluss geschafft. Ja, und auch übrigens, während der Hinfahrt habe ich ja mal die Playlist da durchgehört, aber nur die MP3s, weil MIDI spielt mein Handy irgendwie nicht ab. Also gut, ich spiel's ab, aber in saumiserabler Qualität. So eben so wie so 8-Bit-Töne oder so. Oder 16-Bit. Auf jeden Fall schlecht. Nein, nicht schon wieder in Energiesparmodus gehen, mein Lieber. Ja. Und dann ging das Wochenende auch vorbei und dann sind wir wieder zweite Woche. War dann wieder super tolles Wetter und wahnsinnig viel Viehzeug. Also irgendwie sind dann noch mehr Spinnen raus, so rausgekrabbelt. Man war nur am Totschlagen von den Viechern am Strand, weil wenn man so mal liest, ich habe übrigens Säulen der Erde gelesen, für alle, die sich, egal welches Genre außer Anime, mal lesen. Also Anime-Genre, dieses ganze Manga. Die nur sowas lesen, meine ich, ja? Also nicht falsch verstehen. Den kann ich wirklich Säulen der Erde empfehlen und Tore der Welt von Ken Follett. Also so ein geniales Buch. Meine, die meisten schreckt so so viele Seiten, aber die das so abschreckt, lesen das sowieso nicht. Nun ja. Also haben dann schön gebaut und so. Gebaut? Nee, nicht gelesen. Mensch, ich lasse mich mal so verwirren. Und war nur am Totschlagen von dem Viehzeug. Und man, die Leute, die mich kennen, werden mich kaum wiedererkennen. Na gut, also so viel verändert habe ich mich auch nicht. Aber ich bin im Vergleich zu vorm Urlaub schon richtig dunkelbraun gebrannt. Also die fremde Leute würden als gesunde Hautfarbe bezeichnen. Ja, und ja, da haben ganz einfach, weil ich nichts Besseres zu tun hatte und weil es einfach immer noch Spaß macht, habe ich dann auch mir irgendeine Schippe genommen, so eine Eisenschippe und also so eine kleine Gartenschippe oder so und haben dann irgendwas gebaut. So, also wir hatten dann schon unseren eigenen Schranz in Anführungsstrichelchen, weil das die Leute haben sich da irgendwie nicht mehr hingetraut. Es waren selbst an den Hauptstränden war kaum noch Leute. Selbst bei bestem Wetter waren kaum noch Leute und wir hatten dann unseren Strand völlig für uns allein. War niemand. Und ja, war auf jeden Fall sehr schön. Und mein Bruder hat dann so eine Steinbrücke gebaut. Okay, muss mir jetzt aufschreiben. 23. SB. So. Okay, SB hört sich falsch an. Also haben wir eine Sandburg und Steinburg gebaut. Er hat eine Steinburg gebaut. Also das hört sich immer Steinburg wie kindisch, aber man kann nie alt genug dafür sein. Das macht einfach immer noch Spaß. Die meisten finden das bloß uncool und ja, und so haben wir das dann so gebaut. Ich werde die Bilder irgendwann mal so in der Zeit einblenden, vielleicht die Minute lang, wo ich jetzt drüber labere. Und die Steinburg hat also haufenweise Steine so genommen, die dann so rumlagen am Strand und im Wasser und hat das dann aufgeschüttet. Also es war eine richtige Arbeit. Ich habe da auch teilweise mitgeholfen, weil das Wasser eigentlich nicht tiefer, aber da erstmal die Steine so hochschütten. Und ich habe dann meine Sandburg gebaut mit ein paar Kanälen, praktisch, also nicht irgendwelche normalen Sandbürgchen da, sondern habe nur versucht, dann irgendwie das Wasser da reinzuleiten, irgendwie rauszuleiten. Das Bild, was ich eingeblendet habe, werde tun, ist übrigens nach dem Regen. Also wir haben da noch einen Regenschauer miterlebt, deswegen ist das so ein bisschen unordentlich. Ansonsten, aber das Wasser kam nicht weit. Also nur bis zum ersten Loch, glaube ich, kam das. Aber nur weil ich das bis zum Meeresspiegel runtergebaut habe. Also wir hatten kaum noch Wind. Und dementsprechend gut war das also war das perfekte Schnipswetter. Steine schnipsen, meine ich.
Weil das auch, ja, es waren haufenweise Steine. Also als wir da an den Strand kamen, nur so eine ganz kleine, so eine relativ größeren, aber ganz flachen Steine. Und die haben waren perfekt zum Schnipsen. Ja, und zurück zum Thema, die Sandburg. Ich weiß nicht, wie lange die noch durchgehalten hat, aber sobald da mal ein bisschen Wind vom Meer kam, wäre das sowieso weg gewesen, weil das Wasser so niedrig stand, man musste ewig reinlaufen, ehe man da irgendwie mal auf Schulterhöhe ist. Aber bis dahin ist man entweder schon erfroren oder man hat einfach oder man ist einfach zu Zähne zusammenbeißen und dann durch. Ja. Und zu der Steinburg haben, als wir da an der Steinburg gebaut haben, kam dann so ein älteres Ehepaar rum, hat dann so gemeint, kennen Sie Saint Mont Saint Mont nee, Saint-Mont-Michel oder wie, keine Ahnung, wie das ausspricht. Auf Englisch würde es Saint Mount Michael heißen. Oder auf Deutsch Sankt Berg Michael. Und das habe ich jetzt eingeblendet mit der Steinburg. Also so wie die Steinburg aussah, aussieht. Und wie Saint Michael aussieht. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil es einfacher auszusprechen ist. Ich mache kein Französisch, nein. Und ja, es sind etwas kitschige Bilder. Das Bild, wo das wieder normal ist, sieht man es ja normal. Und das war eigentlich eine Insel, die total unter Wasser stand. Bloß dadurch, dass die da irgendwie einen Parkplatz angelegt haben um die Insel, ist das Ganze versandet. Also man musste ja erstmal das Ganze hinmachen. Es ist ja eh relativ flach, ist ja Watt dort, nicht das norddeutsche Wattenmeer in der North Sea, sondern ja, einfach französisches Watt, sage ich mal. Ja, das ist weich. Und es ist praktisch so ein Berg eben, künstlich aufgeschüttet. Um 1100 oder so soll das gewesen sein. Oder ist das? War das? Und das ist echt verrückt. Also, da ist so ein praktisch ein Dorf mit Wald drauf. Und wo ein Kloster drauf steht, wo eine Kirche drauf ist. Seht ihr ja. Könnt ihr auch mal googeln, das sieht echt verrückt aus. Und dementsprechend frage ich mich, wie das ältere Ehepaar da drauf kam, dass es wie St. Michael aussah. Ja. Ja, okay, das waren nämlich die letzten schon Tage schon. Dann Rückreise war so ziemlich ohne Probleme. Also wir hatten eigentlich nur mal kurz stockenden Verkehr, ansonsten aber nichts. Und ich habe während der Fahrt dann noch die Playlist weitergehört. Und erst kurz bevor wir zu Hause waren, hatte ich die letzten Titel durchgespielt. Also nur von den MP3s, ja? Nicht mal die längeren MIDIs oder so. Und will schon was heißen. Ja, achso, übrigens, ich habe es nicht auf dem Zettel aufgeschrieben, habe ich schon vergessen. Und da haben wir nämlich eine halbe Stunde Block gemacht. Ist auch schön. Ja, eigentlich schon länger, ja. Und in so Mitte der letzten Woche hat mein Bruder dann so sich einen SNES-Emulator auf einen seiner Laptops gezogen und haben dann Luvia gezockt. Das war so herrlich. Das ist so schön. Und er konnte teilweise die Melodien noch mitpfeifen. Mir kam sie nur bekannt vor, obwohl er das vielleicht das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt hat, Luvia. Und konnte trotzdem noch mitpfeifen. Und er ist wirklich nicht der Zocker. Da hat er mich mit beeindruckt. Das ist verrückt. Ja. Ja, und jetzt bin ich wieder zu Hause und sitze immer wieder seit Samstag zu Hause, seit Samstagnachmittag und Minecraft Hams 3 ist draußen und so. Ja, also überspringt einfach eine halbe Stunde, das wird ein Spaß mit dem Hochladen. Ja, also von jeder neuen Aufnahme, die ich nach dem Urlaub aufgenommen habe, wird das hier erscheinen. Also überspringt dann einfach eine halbe Stunde und dann seht ihr das schon. Gut, das war's soweit mit dem Log. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch vielleicht ein bisschen interessiert. Und scheiße jetzt, bevor ich es vergesse. Ich werde das wahrscheinlich mit der Tosca einblenden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zum Schluss nochmal. Es gab so eine Seebrücke. Die seht ihr auch bei Google Maps, wenn ihr da Schönberger Strand eingibt. Und diese Seebrücke, da steht nämlich zulässiges Gesamtgewicht 300 Kilo pro Quadratmeter. Und das hat für viele Leute dann nicht zugetroffen. Also die müssten da im Abstand von 2 Meter gehen. Ist Scherz, ich weiß. Aber es waren wirklich einige Wale, sind da rumgelaufen. Ich weiß, Mensch, jeder macht Witze über andere Gruppen. Es ist kein Rassismus. Also, gut.
Schaltet ein, dann bei den anderen Videos überspringt das meinetwegen, ist mir scheißegal. Ihr habt's aufgerufen, danke dafür. Reißt euch einen Daumen ab oder macht Daumen hoch und keine Ahnung. Es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich auch mal Resonanz bekommen würde in Form von Kommentaren und vielleicht auch Abos. Ja, meinetwegen lasst ein Abo da, lasst ein Favo da, ist mir scheißegal. Ja, also bis dann, bis zum nächsten Video oder bis nicht zum nächsten Video. Wir werden sehen. Also bis dann, Leute. Und haut rein und ciao. Wow.